Er war gerade. Ja, ja, da hinten steht irgendwas. Da hinten ist irgendwas, Leute. Wir sind gerade am Fluss angekommen und da vorne ungefähr, da ist irgendwas aufgestiegen. Vögelhecht oder große Forelle. Wir gucken mal. Leute, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung der Lieblingsköder Angelschule. Unser heutiges Thema heißt Raubfischangeln mit Spoons. Thomas und ich sind zu Besuch an einem Fluss. Das ist ein richtiger Fluss mit Strömung und wir werden hier heute die neuen Spoons fischen. Weil wir hatten ja mal das Thema Spoons und Forelle ist miteinander verknüpft. Jetzt wollen wir mit Spoons an Raubfische fangen und wir haben gedacht, wir gehen mal an den Fluss und gucken, was wir mit den Spoons hier verhaften können. Genau, war nämlich tatsächlich auch die meistgefragte Frage unter unserem letzten Video, Forellenangel mit Spoons, wer es noch nicht gesehen hat, Link packen wir euch oben in die Ecke. Kann man mit den Spoons denn auch auf Barsche angeln? Und ich würde sagen, das sollte funktionieren. Und ich glaube, nicht nur Barsche, auch andere Fische haben den Spoon zum Fressen gern. Denn der Spoon, der hat eine sehr, wir haben es beim letzten Mal organische, natürliche Bewegung genannt. Also der flippt durchs Wasser. Das kann irgendwie alles sein. Ja? Das kann ein flüchtender Brutfisch sein. Das kann aber auch ein schwimmender Käfer sein oder ein sonstiges Wassertierchen. Auf jeden Fall ist es ganz klar, kein Stock, der durchs Wasser treibt, sondern irgendetwas Lebendiges. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sich dafür nicht ein Räuber interessiert. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Leute, lasst euch überraschen. Ihr seid live dabei. Wir sind am Fluss. Hallo und herzlich willkommen zu Raubfischangeln mit Spoons. Da sind die Köder, die wir heute fischen werden. Die neuen Spoons. Geil. Und das ist jetzt nicht nur ein Thema, wo wir sagen, okay, um in der Schonzeit mal am Forellensee irgendwie so ein paar Forellen zu fangen, ist das ein ganz hervorragender Köder, sondern den solltet ihr durchaus auch in eure Sommerkiste packen, wenn es dann wieder losgeht auf Barsche, ja, und was eben sonst noch so im Fluss rumschwimmt. Wir lassen uns mal überraschen, was wir heute vor die Kamera bekommen. Thomas, ja. Ach guck mal, von dem anderthalber habe ich nur noch einen. Leute, ihr seht schon, der Aufsteller wird etwas kompakter. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das ganze Teil mit, oder? Ja. Bevor wir jetzt hier irgendwelche Köder abräumen. Oder wir packen sie in meine Kiste. Ja, ja. So, Köder haben wir. Thomas, was brauchen wir noch? Routen. Eine Rute wäre nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Thomas in Bestform. Allround. Ich würde sagen, die probieren wir mal. Die Frage kam nämlich auch schon nach unserem letzten Routenvideo. Wie sieht's aus? Kann ich die Spoons auch mit der Allround-Rute fischen? Das werden wir sehen. Das werden wir jetzt herausfinden. 2,35 Meter, Wurfgewicht 5 bis 30 Gramm, laut Herstellerangaben. Mhm. Oh, Thomas, du fischst ja mal eine richtige Schnur. Für meine Verhältnisse ist das wirklich ein Seil, aber da wir an den Fluss gehen und da öfter mal A mit großen Fischen und B vielleicht mit Hindernissen zu rechnen ist, nehmt ruhig die Schnurstärke da ein, zwei Schnurklassen höher. In dem Fall hier ist es eine 10er, eine Allround, das passt gut. Das passt. Leute, ihr kennt es schon von uns, immer wenn wir gemeinsam am Wasser sind, dann wird natürlich auch Material getestet. Allerdings bei der Route machen wir heute keine Experimente, bei den Ködern machen wir heute keine Experimente, aber wir machen Experimente beim Vorfach, denn wir haben neues Material und zwar aus Japan. Flugcarbon. Und hier haben wir die unterschiedlichsten Durchmesser uns schicken lassen, um zu gucken, was ist geeignet. Thomas, du hast schon gesagt, wir angeln eine Nummer stärker als am Forellensee, ja. Zumindest mal was die Hauptschnur angeht. Wie verhält sich das Ganze jetzt beim Vorfach? Welche Stärke hättest du gern? Ich würde mal sagen, passend zu deiner Schnur, Jens, dass du das 26er nimmst. Ich nehme auf jeden Fall das 26er. Und ich mache das 23er drauf. Guter Plan. Die Routen sind montiert. Ultraboost Allround. Thomas, Barschkescher oder Allround-Kescher? Ich würde den Barschkescher nehmen. Sehr gute Wahl. Thomas, bevor wir mit dem Angeln beginnen können, müssen wir uns erstmal für einen Köder entscheiden. Wir haben drei Gewichte zur Auswahl. 1,5 Gramm Ultralight, 2,5 Gramm Light, 3,5 Gramm Medium. Thomas, mit welchem Gewicht wollen wir anfangen? Also ich würde starten mit 3,5 Gramm, weil wie gesagt, ich muss erst mal gucken, wie ist die Strömung überhaupt, komme ich genug runter. Deswegen starte ich ein bisschen schwerer und würde auch aufgrund des Wassers von der Farbe her auf einen natürlichen Köder setzen. Ich bin bei Magic, weil der eine schöne silberne Rückseite hat und damit schöne Reflexionen erzeugt. Ich sag mal, mit einem Weißfischimitat in einem relativ klaren Wasser macht man eigentlich nie etwas verkehrt. Ja. Ich werde es etwas leichter probieren. Ich nehme den Whisky nach Wettermethode. Wir haben ein klares Wasser und wir haben Wolken. Auch sehr natürlicher Köder, so ein bisschen bräunlich. Das erinnert an Fische, die hier drin rumschwimmen, aber eben auch an Käfer und sonstiges Wassergetier. So Leute, wir legen los. Wir sind live dabei. Thomas macht den ersten Wurf. Auf geht's. Oh, schöner Wurf, Thomas. Wurfweite gut. Die Strömung fließt hier von links nach rechts. Thomas hat ausgeworfen in die Strömung, lässt den Köder jetzt einmal rumtreiben und führt ihn dann auf die Rutenspitze zu. Wie kommst du klar mit dem Gewicht? Das ist okay. Ich muss noch ein bisschen weiter an die Brücke ranwerfen. Genau dort vorne vor dem Brückenpfeiler. Thomas, schöner Wurf. Da war der erste Biss. Da war der erste Biss? Also von hier oben erkennt man den Köder dort vorne im Wasser. Sieht aus wie so ein kleines Fischchen. Glänzt wunderbar silbrig.
Oh ja, oh ja, oh, das sieht gut aus. Also Leute, ich muss schon mal sagen, wenn nachher im Sommer alles voll ist mit kleinen Brutfischen im Wasser und dazwischen schießt so ein Magic durch und du bist barsch und bist auf der Lauer, super, nach dem einen Fisch, Wahnsinn. Ich glaube, mit 3,5 Gramm bist du sehr gut dabei. Wow, Leute, habt ihr es gesehen? Direkt hier vorne gerade Fisch rausgesprungen. Schön, dass wir jetzt mal den Fisch gesehen haben, der hier rausgesprungen ist, Leute. Denn wenn man hier reinguckt, das Wasser ist 20 cm tief hier vorne in dem Bereich. Ja? Ich denke, viele Leute würden hierher gehen und würden sagen, was, so ein flaches Wasser? Ja. Hier soll es Fisch geben in so einem flachen Wasser? Das ist immer dasselbe Thema, Gewässer lesen. Und wenn man jetzt reinguckt, besonders mit Poolbrille, sieht man, dass der Fluss wellig ist und dass man tiefe Rinnen hat. Und in diesen tiefen Rinnen stehen die Fische. Und wenn irgendwas kommt, steigen sie kurz auf, holen sich das, gehen wieder zurück, lassen sie in die Rinne zurückfallen. Und stehen halt dann auch an Hindernissen, so wie jetzt die Brückenpfeiler, stehen halt kurz davor. Und wie gesagt, das war jetzt das beste Beispiel dafür. Jetzt wird es hier richtig spannend. Der erste Fisch hat sich zu erkennen gegeben. Ich fische jetzt den Köder mit der Strömung. Hast du das gerade gesehen, wie der hinterhergekommen ist? Nein, hier auch. Ja. Ein Döbel. Direkt vor der Rutenspitze. Leute, erster Nachläufer. Döbel, bis hier unten vor die Füße. Leute, das ist Spoonangeln auf Raubfische. Wir müssen natürlich auch gucken. Wir wissen ja nicht, was hier drin ist und was uns jetzt hier erwartet. Wir müssen uns auch an die Gegebenheiten natürlich anpassen und müssen darauf reagieren. Erster Nachläufer von einem Döbel auf den 2,5 Gramm Whisky. Die Kamera, die packen wir an die Seite. Wir angeln beide weiter, solange wie Fisch am Platz ist. Let's go, Leute. Fisch? Thomas, hast du den? Ja, du hast ihn. Döbel. Jawohl, ist drin. Geil. Und man sieht, schön Widerhaken. Lose Haken, gerade für Catch and Release, hat sich alleine ausgehangen, deswegen immer Druck drauf lassen. Leute, absolut der Hammer. Ist jetzt kein Barsch, ist jetzt halt das, was die Natur uns hier am Fluss anbietet. Hier stehen Döbel, 20 cm flaches Wasser, Kiesbank, da mit dem Spoon, perfekt. Ja. Da ist er, herrlich, richtig schöner erster Döbel. Geile Sache. Wir haben ja gesehen, dass hier hinten eine tiefe Rinne ist und dass da mehr Strömungsdruck ist. Deswegen habe ich meine Taktik geändert. Ich habe rausgeworfen, habe nicht gekurbelt, sondern habe an einer straffen Schnur verdriften lassen. Und das war das, wo der Döbel einfach eingesammelt hat. Ja, auf die schnelle Köderführung haben sie noch nicht so gut reagiert. Aber das ist auch ganz klar, das Wasser ist noch relativ kalt. Das ändert sich nachher im Sommer, wenn hier alles voll ist mit Brutfischen. Hammer. Erster Platz, erster Fisch, wunderbar. Läuft. Weiter geht's. Spotwechsel, bis gleich. Wenn wir Glück haben, ich hätte die Schuhe eher wechseln sollen. Die Strümpfe sind nass. Ja, das trocknet doch im Laufen. Im Vorbeigehen. So Leute, nächster Platz. Wer? Hey Thomas, ich sag dir, im Sommer wird das ein richtig geiler Köder. Ja. Wahnsinn. Wieder kleiner Döbel. Thomas. Brutfischimitat, oder? Ja. Ich mache mal noch einen zweiten Wurf. Haben wir so viel Zeit? Ja? Hier ist ziemlich tief, schön ausgespült. Fisch. Oh. Wieder bis da. Nachläufer. Ich würde sagen, damit wir nichts kaputt machen, probieren wir mal mit Pink, oder? Spannend. Jetzt der Versuch mit Pinky. Schöner Wurf, genau dort rein. Jetzt kann Thomas hier ganz sauber vor den Steinen lang fischen. Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich positiv überrascht, wie schön man mit dem 3,5 Grammer hier fischen kann. Hier rechts, da sind so Steine im Wasser, so dicke Felsen, wie hinter uns. Welche dicken Steine sind hier im Wasser? Das hat was damit zu tun, wie die sinken. Der sinkt nicht senkrecht wie ein Gummi, wenn ich ihn jetzt an loser Schnur habe, sondern ich habe immer diese Bewegung, dass er auch von mir wegschwimmt. Dadurch habe ich einen flacheren Tauchwinkel und wenn ich jetzt irgendwo Hindernisse habe, legt er sich meistens oben drauf. Das ist der Vorteil bei der Spoonangelei, wenn man jetzt hier im Fluss fischt. Boah, das war eine Attacke. Leute, gerade heftiger Biss, den habe ich gesehen. Das war aber kein Döbel. Ey, das war ein krasser Biss. Mega, mega spannend. Mini-Platz, aber 3-4 Bisse jetzt schon gehabt auf der Strecke und gerade eben richtig satter Biss bei Thomas. Wahnsinn. Also im Sommer, wenn viel Brut im Wasser ist, solltet ihr auf jeden Fall immer Spoons mit dabei haben. Einfach nur für den Fall der Fälle. Aber das ist ein super Brutfischimitat.
Ganz kurzer Exkurs ans Wehr. Hammerharter Biss auf dem Spoon. Mini-Döbel gefangen und noch ein, zwei Fehlbisse gehabt. Ist so, ne? Wenn man so einen ganz kleinen Bereich hat von 4x4 Metern, dann geht es relativ schnell, dass man Bisse bekommt, dass man feststellt, ob man Fische am Platz hat. Und wenn man dann aber Fehlbisse bekommt oder den ersten Fisch dann fängt, dann ist auch ganz schnell Ruhe, da kann man dann nicht mehr viel. So ist Angeln. Das ist deswegen Angeln. Stellenwechsel. Genau. Nächster Platz, weiter geht's. Du hast noch Magic drauf. Jo. Ich habe 2,5 Gramm Captain drauf. Ich fische mal hier vor uns die Krautfahnen ab. Fisch! Oh. Fisch, guter Fisch. Auf den Krautfahren beim ersten Wurf. Geil. Döbel. Wahnsinn, beim ersten Wurf. Legt das Netz hier einmal ab. Barschkescher unten am Boden. Dickes, gummiertes Netz. Da ist er, Leute. Döbel aus dem Strom. Stand zwischen den Krautfahren, hat sich den kleinen Köder geschnappt. Perfekt. Leute, hinter uns sind so eine Krautfahne im Wasser. Und das ist die typische Situation. Ganz flaches Wasser. Hier strömt es drüber. Und die Döbel, die suchen sich irgendwo Plätze, wo sie sich halt reinstellen können. Und dann warten sie auf Käfer oder auf kleine Fische, auf irgendwas, was halt an Futter so vorbeigetrieben kommt. Und das schnappen sie sich dann. 2,5 Gramm. Dafür ist der optimal. Mit einem schweren Köder wäre ich vielleicht, also mit einem Gummifisch zum Beispiel, zu tief, zu schnell ins Kraut rein. Also das ist eine Situation, dafür sollte man ein Spoon in der Tasche haben. Geil. Ja. Weiter geht's. Wahnsinn. Manchmal braucht es einen Wurf, ja. Das war Fisch. Wow! Wow! Jawohl! Leute, nächster Fisch. Unfassbar. Ich habe gedacht, ich mache nochmal einen ganz schnellen Wurf. Hier vorn, hier unten ins flache Wasser. Und da ist der nächste Fisch. Richtig schöner Fisch. 25 cm Wassertiefe, 2,5 Gramm Captain. Passt. 2,5 Gramm Spinmet Spoons. Mit dem bin ich hier sehr, sehr gut klargekommen. Auch wunderbar auf dem Kraut. Und wenn ihr überlegt, was ihr euch einpackt, also falls ihr, ich würde auf jeden Fall irgendetwas mitnehmen, was flach läuft. Denn bestimmt habt ihr zu Hause auch irgendwo ein Gewässer, wo ihr sagt, Mensch, hier steht das Kraut ziemlich hoch oder hier ist es relativ flach. Mit 2,5 Gramm kann man da sehr gut angeln. Und ich kriege den Köder auch noch relativ leicht geführt über dem Kraut und vor allem, was mir immer wieder aufgefallen ist, auch auf den Steinen, hängerfrei. Also ich kann den Köder wirklich sauber übers Kraut drüber ziehen. Da, wo mir ein Gummifisch vielleicht dazwischen fallen würde, ist das wirklich so eine Geschichte mit dem Spoon an der Oberfläche fischen und dann Räuber erbeuten, die irgendwie im Kraut drin stehen. Das macht sich auf jeden Fall gut. Thomas, das war's von diesem Spot. Wir wechseln einmal den Angelplatz. Thomas, was hast du jetzt drauf? Ein Pinky. Pinky. Trübes Wasser, Wolken, pink. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Heute ist echt extrem. Also heute ist wirklich Wahnsinn. Wir hatten uns so gedacht, wir gehen mal los. Und fang mal so 2, 3 Barsche auf die Schnelle, aber nicht ein Barsch, dafür Döbel ohne Ende. Macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt mit Pink. Thomas, der Spot sieht mega heiß aus. Thomas hat dort reingeworfen und lässt jetzt an gestrafter Schnur den Köder rumtreiben. So, und Thomas hält jetzt den Köder einfach nur fest und die Strömung lässt den Köder arbeiten. Jetzt hat er einen Bogen gehabt, hat den rausgedrückt und ihr merkt dann ganz genau, wenn ihr den festhaltet, wenn er in der Strömung ist und angeströmt wird, weil das sieht man auch schön an der Rutenspitze. Fängt die Rutenspitze an zu arbeiten und viel mehr müsst ihr gar nicht machen. Ich will jetzt unter diesen überhängenden Baum und lasse den quasi rumdriften, bis er unter dem Baum ist. Und wenn ich ungefähr auf der Höhe bin, dann kurbel ich ihn in Zeitlupe zu mir heran. Ich zeig mal die Rutenspitze. Und, oh, da war ein Biss. Fisch! Ist der Fisch, Thomas? Ja. Oh, krass, Leute. Krass. Hey, Thomas. Ich komm da ran. Ja, ist drin. Hey, Thomas. Krasse Geschichte. Live-Biss. Wahnsinn. Geil. Was für eine verrückte Nummer. Ey, Wahnsinn. Auf Pinky. Da sagt man immer, Döbel, die sind so farbscheu und köderscheu und so. Da ist er. Super. Pinky. Trübes Wasserwolken. Passt. Richtig schöner Döbel. Okay. Macht Spaß. 3,5 Gramm für Fließgewässer. Ist gesetzt. Starke Strömung, 3,5 Gramm, etwas weniger Strömung und seichter Bereich, 2,5 Gramm. Wenn es ganz flach ist und ganz, ganz wenig Strömung und ihr ganz langsam oberflächennah unterwegs sein wollt, 1,5 Gramm. Aber ich sag mal so, ein paar 3,5er und ein paar 2,5er
das in der Raubfischkiste für diese Art von Angelei perfekt. Also ich glaube, die Frage, ob man die Spoons auch an der Ultra Boost Allround fischen kann, die ist damit beantwortet. Ja. Das geht schon. Macht sich gut. Wir haben uns heute früh überlegt, wir gehen mal los und fangen mal schnell einen Barsch. Ja. Jetzt sind wir heute hier und wir fangen einen Döbel nach dem anderen auf Ansage. Ja. Das kann man sich nicht ausdenken. Verrückt. Das kann man sich nicht ausdenken. Ist verrückt. Was machen wir? Spotwechsel? Wir suchen die Barsche. Das ist ja noch, also einen Barsch möchten wir noch haben. Ja, wir fangen noch ein. Und deswegen Spothopping, wir gucken mal. Alles klar. Auf zum letzten Spot. Ja. Wir sind am letzten Platz angekommen. Thomas, ich würde sagen, versuch doch mal keinen Barsch zu fangen. Ich probiere keinen Barsch zu fangen. Ich habe deswegen einen ganz kleinen 1,5 Gramm Spoon in Pinky. Und ja, los geht's. Pinky, 1,5 Gramm. Letzter Versuch des Tages. Mal gucken. Wie tief ist es hier? Flach oder tief? Hör auf. Wenn das wieder ein Döbel ist. Nee, ist ein Barsch. Da ist der Barsch. Erster Wurf, Barsch. Thomas, geht doch. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hast du aber schon direkt den passenden Köder ausgewählt, weil du weißt, dass es hier sehr flach ist. Ja. Wie kommst du klar? Du hast gerade gesagt... Fisch. Nein. Schöner. Besserer Fisch. Ja. Jetzt besserer Fisch. Sieht man schon an der Rutenspitze. Oh ja, der ist gut. Warte, Thomas, warte. Der ist gut, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Der Kescher war im Auto. Der Kescher muss immer am Platz sein, Leute. Oh. Das war ein guter. Das war ein richtig guter Barsch. Aber überleg mal, anderes Gewässer jetzt. Erster Wurf, Barsch. Zweiter Wurf, Barsch. Wahnsinn. Ja, Nachläufer. Nochmal. Da. Ja, der Kini. Ey, Wahnsinn. Da sind jetzt 3, 4 Barsche hinterher und haben draufgeschnappt. Ja. Die sind. Ey, das ist ja irre. Das ist ja irre. Wir sind ja heute angetreten, um unseren Zuschauern mal zu zeigen, ob es sich lohnt, die Spoons. Da ist der nächste Fisch. Ah. Da war der nächste Fisch. Aber ich, pass mal auf, ich mache, nehme eine Nummer größer, nehme mal 2,5 Gramm. Jetzt die Frage, Jens, nehmen wir Pinky in 2,5? Nimm Pink, Pink fängt. Hey, super. So, Thomas, wir sind stehen geblieben. Also jetzt ist hier alles perfekt vorbereitet. Kamera läuft, Brustkamera läuft, ja. Hauptkamera läuft. Was, wie dick ist der denn bitte? Wahnsinn! Da kannst du dir vorstellen, wie der andere, der wird so 30 gehabt haben, wie dick der war. Deswegen war die Route auch so krumm. Irre. Geil. Schmeiß mal in die andere Richtung. Ja. Aber ich glaube, wir können schon mal ein ganz kleines Zwischenfazit ziehen. Denn die Frage war ja, soll man seine Spoon-Dose nach der Forellensaison, nach dem Frühjahr einmotten, wenn es dann im Frühjahr und im Sommer auf Barsche geht, oder sollte man die dabei haben? Die sollte man natürlich dabei haben. Also ich finde auch. Und das war schön, dass wir das nochmal bewusst heute erlebt haben. Viel bis. Also wenn man ein sehr flaches Gewässer hat, wenn man Pflanzen drunter hat, wenn man Steine drunter hat und man möchte seinen Köder sehr langsam anbieten, also fast auf der Stelle, dann geht das halt nur mit dem Spoon. Ja. Hattest du da einen Biss? Ja, mehrere. Quatsch, wieder ein kleiner Barsch. Oh ja. Auch wieder ein kleiner. Ja. Ja, also wie ihr seht, es geht hier Schlag auf Schlag, jeder Wurf ein Fisch. Also ich glaube, einen besseren Beweis kann man nicht liefern. Ich würde sagen, wir hauen ein Ei drüber und ziehen ein Fazit. Wir wollten ja nicht nur herausfinden, ob die Spoons auch was sind zum Raubfischangeln allgemein, sondern wir wollten ja auch mal gucken, funktioniert das gut mit der Ultra Boost Allround, weil die Frage kam von euch. Mein Fazit ist, 3,5 Gramm sehr gut, liegt auf jeden Fall gut im Wurfgewichtsbereich. 2,5 Gramm wird schwieriger, kann man noch machen. 1,5 Gramm, Thomas? Ist wirklich der Grenzbereich. Also wir reden ja von einer Route, die ihr Wohlfühl-Wurfgewicht ab bei 5 bis 30 Gramm hat. Und da sind wir ja dann mit dem 1,5 Gramm Spoon, mit dem Einstiegsgewicht schon 3,5 Gramm drunter. Also optimal 3,5, 2,5 Gramm, das ist eine Sache, kann man ja guten Gewissens empfehlen, ja. und so auch fischen. Thomas, ich würde sagen, das war ein sehr ereignisreicher Tag am ersten Gewässer. Ausschließlich Döbel, aber an jedem Platz. Wenn einem das vorher jemand erzählt hätte und gesagt hätte, ihr geht heute los und ihr fangt an jedem Platz einen Döbel, da hätte ich auch gesagt, ja klar, sicher nicht. Aber so kann es eben manchmal gehen. Und dann würde ich auch sagen, liebe Angelfreunde, kommen wir nun zum Abschluss der heutigen Sendung, und zwar zum Gewinnspiel. Und ich würde sagen, aus aktuellem Anlass verlosen wir eine Ultra Boost Allround.
die perfekte Route für alle, die sagen, ich will was richtig, richtig Gutes haben, mit dem ich ja so ziemlich alles machen kann. Okay, 1,5 Gramm Spoons, das müsst ihr jetzt mal gedanklich streichen, aber 2,5 Gramm Spoons, 3,5 Gramm Spoons, 4 Gramm Spinmet, 6 Gramm, 10 Gramm, 14 Gramm Gummifische in fast allen Größen und in allen Gewichten, also richtiges Profigerät. So eine Route, die gibt es heute zu gewinnen und wir machen jetzt ein Mega-Gewinnspiel draus. Verlosen wir dazu noch einen Ultra Boost Barschcatcher. Denn den werdet ihr brauchen, wenn ihr sagt, ihr geht im Frühjahr, im Sommer, im Herbst oder im Winter mit den Spoons los an eurem Vereinsgewässer. Ich denke, da werdet ihr ganz sicher den einen oder anderen schönen Fisch drauf fangen. Alles, was ihr tun müsst, um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, ist uns bitte jetzt unten in die Kommentare zu schreiben, wie euch die heutige Sendung gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder unsere Gäste wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas und Jens von Lieblingsköder.